Und weiter geht's hier mit dem Electrician Simulator. Heute geht's wieder an die Kampagne. Das heißt, wir gehen weiter in die Story und gucken mal, was wir heute reparieren müssen. Legen wir also los. Ab an den Laptop und wir schauen mal nach, was wir denn als erstes hier zu erledigen haben. Alter, ist das wieder hell, ey. Ich würde sagen, wir machen mal als erstes wieder hier eine Reparatur vor Ort und gehen danach wieder hier ins Reparieren von verschiedenen Spielzeugen. Das heißt, wir akzeptieren das hier, beleuchte das Waschbecken, haben wir hier stehen, und repariere die Steckdose. Akzeptiert. Brauchen wir etwas? Empfohlen haben wir, also brauchen wir das nicht extra zu kaufen. Dann würde ich sagen, geht es los, ab zum Auftrag. Einmal hier draufklicken und ab geht es und wir sind schon da. Es ist einfach zu gut, ohne Scheiß. Die Ladegeschwindigkeit ist einfach zu gut. Also, repariere die Steckdose und schalte die Lampe an und schalte sie ein. Oder schließ die Lampe an und schalte sie ein. Ah, okay. Das heißt, wir gehen erstmal raus. Bedeutet also, wir werden hier, genau, hier haben wir sie schon, eine Steckdose haben, die offensichtlich nicht funktioniert. Das heißt, dann schließen wir hier die Lampe an und dann lübt hoffentlich der Lachs. Gehen wir mal rein hier. So. Wo ist er denn? Herr González oder wie er hieß. Alden, wir machen das schon. Lass mich das mal moken. So. Machen wir mal hier schön alles ab. Alles abtüddeln. Gar kein Problem, mein Junge. Das sieht ja ein nicht so gut sehender und ein Experte sieht das natürlich auch sofort. Da hat jemand irgendwas Falsches rangetüddelt. Ich schraub ihn das mal wieder richtig ran. Gar kein Problem. Jeder weiß ja, dass Gelb in die Mitte gehört. Denn Gelb, ne, ist ja zum Ableiten, falls da mal, keine Ahnung, warum das Gelb in der Mitte ist. Aber Gelb gehört in die Mitte. So, und dann machen wir Rot und Blau. Machen wir da, also Blau, ne, kommt natürlich hier hin. Blau, so. Weiß ja auch jeder, warum auch immer. Und Rot, wo man dann immer schön ein Gewischt kriegt, wenn man die Sicherung nicht dran hat, die machen wir da auf links. So. Und dann lübt der Lachs. Siehste. Zap, zap, Schraube drauf. Uik, uik, uik. Abdeckung drauf. Fertig. Sodele. Also mal eben raustappen. Dann nehmen wir hier das schöne Kabel, die Kabellage. Randa. Müssen wir also einschalten. Wir gehen mal eben hier zu die Sicherung und dann haben wir das, ne? Genau. Finde eine UV-Lampe und wechsel die Glühbirne. Verdorch, Alter. Hätte ich jetzt noch irgendwas mitnehmen sollen? Hätte ich doch nochmal eine... Finde die UV-Lampe und wechsel die Glühbirne. Die UV-Lampe? Hat er hier irgendwo eine Lampe rumliegen oder was? Da wird mir die Tür angezeigt. Hier auch, da wird mir... Ah. Was hat er? Hat er was im Schlafzimmer? Ich schaue ja jetzt hier ungerne. Soll ich jetzt hier in deinen Schränken rumsuchen? Nee. Ich muss in den Schränken rumsuchen? Das ist ja unangenehm. Wer geht denn in irgendwelche Buden und kramt in den Schränken rum? Warte mal jetzt. Hier muss das Ding ran? Wechsel die Glühbirne. Offensichtlich. Dann tüdeln wir das mal ab. So. Quick, quick. Quick, quick. Kannst du nicht ausdenken, Alter. So, dann haben wir das. Gehen wir mal wieder raus hier aus diesem Modus. Und machen wir ja ein UV-Licht hier rein. Wer will denn sowas, ey?
ja, für strahlend weiße dritte Zähne, oder? Perfekt, Job erledigt. Ich habe immer noch nicht... Kann ich die einfach ablegen? Ich kann ich ihm die alte Glühbirne von vor drei Aufträgen einfach in die... Da zurück... Kann ich nicht ablegen. Sag mal, ich habe immer diese blöde Glühbirne dabei. Die muss man nochmal wegschmeißen können, oder? So. Ab ins Büro. Alles erledigt. Sehr schön. Da ist er. Und da freut er sich. Ach, ist das schön. Da hat er Spaß. Jetzt leuchten auch die Dritten wieder richtig schön im UV-Licht. Sehr gut. Und wir kriegen einen schönen Fuffi-Alten hier. Kauf dich mal ein Eis von. Dankeschön. Lüb der Lachs. So, ich habe immer noch nicht gefunden, wo wir diese schrottigen Glühbirnen hinschmeißen können. Also wirklich nicht. Und ich renne hier seit Wochen mit dieser Glühbirne in der Hosentasche rum. Katastrophe. Wird also Zeit für den nächsten Reparaturauftrag. Und zwar gehen wir mal hier rein. Die Regler wackeln, die Finger haften nicht an den Die Finger haften nicht an den Reglern. Also müssen wir die Finger auch reparieren, oder was? Die Steuerung vibriert nicht. Okay, akzeptieren wir den Auftrag. Wir haben hier also so einen Controller. Gehen wir rein. Angenommen. Und wir gehen mal schön die Runde reparieren. Hier an der Werkbank. Sehr cool, ey. Also, ran da wieder. Wir gucken uns das Ding mal genau an. Schrauben sehen noch gut aus. Da müssen wir nichts hier ölen oder so. Das heißt, wir nehmen das Teil erstmal ordnungsgemäß auseinander. So, zack, sehr gut. Dann nehmen wir, tüdeln wir hier mal alles ab. Die ganze Kabellage hier und da. Ich zoome mal ein bisschen ran, ne, für die schlechten Klüsen. So, das machen wir auch ab. Das ist schon ab. Und dann haben wir hier noch eine rostige Schraube. Und da auch. So. Und da auch. Na, das ist ja gute Qualität, Alten. So. Zack, zack, zack. Schön alles abmontieren. Und dann gucken wir mal, wie der Controller, der von Wish bestellt wurde, wie der jetzt so innen drin noch aussieht. Also wenn die Schrauben schon anfangen zu rosten, ne? Dann kann das ja nichts werden, ey. So, das ist alles abgemacht. Dann kriegen wir... Das ist alles ab, das ist ab. Oh, hier ist noch so eine... Das. Dann machen wir die Nöbels ab. Hier sind nochmal solche. Die Knickelick. Die Schalter. Und die können wir raus. So, und jetzt kriegen wir auch das Ganze hier, ne? Ne, das ist hier die untere. Ah, hier ist das nochmal vertüdelt. Ach, ja je. Also, die Nöpsis müssen alle ab. So, dann haben wir hier noch Kabellage. Wo ist das vertüdelt? Ach, das ist hier direkt mit angeschlossen. Und dann kommen die Nöpsis ab. Die Platine. Und ich glaube, das kriegen wir so gar nicht weiter gelöst. Haben wir noch was? Nö. Kriegen wir da nichts mehr gelöst? Muss ich hier mit der Pinzette dran? Ich weiß es nicht. Ah, warte mal. War da nicht was? Hat da nicht gerade kurz was geleuchtet? Hab ich da gerade irgendwas gesehen, was ich noch abmachen kann? Ich würde ja eigentlich gerne das... Ah, guck mal. Alter, da willst du mich aber trollen, oder? Das ist ja winzig. Oh, fuck. Nee, ich habe das abgelötet. Nee, das war sogar richtig. Ich muss das ablöten. Jetzt ist alles ready. Okay, das ist tricky. So, wir durchsuchen mal hier unsere Liste der gesamten Teile, was denn davon den Anschein hat, nicht in Ordnung zu sein. Das heißt, wir werfen mal einen Blick zum Beispiel, überprüfen auf diesen Nöbel. Was auch immer das ist. Ja, was soll ich hier nur sagen? Steht dran, ist in Ordnung. Jo. Dann wieder zurück damit. Was ist damit? Überprüfen. Ah ja, da sieht das fachmännische Auge sofort, der Gerät ist kaputt. Also müssen wir da dran gehen und ersetzen. Ja, sodele. Weiter geht es. Dann haben wir hier rechter Handstick. Überprüfen. Oh, sofort gesehen, der ist kaputt.
da haften ja die Finger schon nicht mehr drauf. Das wollen wir nicht. Linker überprüfen. Auch der ist kaputt. Ja, ganz klar. Wenn die Finger da schon nicht mehr drauf haften, holen wir mal eben ein paar neue. So, was haben wir hier? Oha, hier müssen wir aber nochmal ins Detail. Da müssen wir nochmal gucken. Da gehen wir mal mit dem Elektrometer dran. Aha. Ah ja. Da lübt der Lachs. So, hier können wir nicht. Doch, da können wir nochmal dran. Oha, das lübt auch. Das auch. Hier sind die Kontakte und so. Die lübben auch alle. Aber wir haben hier schon zwei Apparillos. Die müssen wir ablöten. Und der gerät ja auch. Jawohl. So. Dann pinzettieren wir hier mal eben dran rum. Und Ette ja auch. So. Und dann müssen wir das irgendwie kaputt überprüfen. Wie kriegen wir das denn jetzt hier ersetzt? Ja, gekauft. So. Das haben wir, das haben wir. Und hier auch. Ja. Ich bin mir sehr sicher. Und dann lötkolben wir das wieder dran. Zack, zack, zack. Zack. Muss ich dazwischen auch noch dran? Nee, ne? Hier auch. So. Alles wieder dran getüttelt. Hier unten kommt direkt. Und ich hocke halt direkt davor, ne? Musst du dir jetzt vorstellen, vor deinem inneren Auge. Das steht jetzt in Ordnung. So, Gerät ist jetzt in Ordnung. Haben wir. Alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Tipptopp. Also, der Gerät sollte wieder funktionieren. Wir nehmen unseren Schraubendreher, gehen hier wieder in den Baumodus und tüddeln alles wieder dran. Batterie rein, der Nöpsi drauf. Dann brauchen wir hier diese winzige Kabellage. Wieder angelötet. Krasser Scheiß, Alten. So, dann gehen wir auf die Rückseite. Das haben wir da dran. Dann kommen hier die Teile alle oben drauf. So, das haben wir. Dann brauchen wir hier vorne noch die Knöpfe. Knickknack. Oha. Das kommt unten dran. So, dann haben wir die beiden Frontknöpfe. Und ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Teile. Nu wird, glaube ich, geschraubt, ne? Das und das und das haben wir. Ja, wir müssten jetzt eigentlich in die Schrauberei gehen. Nee, wait. Das wird ja hier noch, das muss ja hier noch angetüttelt werden. So. Dann haben wir hier die Kabelei. Da, da, da und da. Das muss natürlich hier auch noch verkabelt werden. Wo war das denn dran, Alter? Verdorrig, ey. Habe ich nicht aufgepasst. Wo war das denn dran? Habe ich das schon zu früh zusammengebaut? Oha, da habe ich jetzt aber wieder Mist gebaut, ey. Wo waren denn die Nöpsis dran? Demontage. War da irgendwie was zu sehen? Wo habe ich die denn dran ge... Ach du Scheiße. Warte mal, die müssen doch von da... Ja, Alter, wo müssen die denn dran? Woher soll ich denn das wissen? Woher? Ah, warte mal. Oh, wait, wait, wait. Montage. So, das war noch dran. Auf Montage muss ich ja klicken. Aber ich sehe die... Ich sehe die... Die Anschlüsse nicht mehr. Eieieiei, das kann ja wieder was werden, ey. Wait a minute. Ach so, die müssen ja da dran. Ah, now. Nu geht das auch wieder. Jetzt macht das auch wieder Sinn. Ich habe mir schon gerade gedacht, Alter, wie und Woden. So, jetzt müssen wir schrauben. Zip, 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 zip. Sehr gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Abdeckung drauf. Einmal, zweimal, Gerät testen. Ja, der brummt aber wieder richtig. Tipp, top.
Also, Gegenstand versenden, es ist nichts übrig geblieben. Und der Dude ist komplett happy, Alter, er eskaliert. Yay! Sehr schön, ey. Artikel zurückschicken. Tipptopp. Cool. Hat doch noch geklappt. Ich hätte ein bisschen Sorgen gemacht, hatte ich mir. Und wir haben schon wieder neue Informationen bekommen und neue Aufträge. Wir haben hier zweimal Reparaturaufträge und Kabel verlegen. Wieder VR-Schulung. Elektriker scheint 3 Kabel verlegen. Oha. Das ist spannend. Das war auch ein sehr, sehr cooler Part schon in der Alpha, dass man da diese Kabelstränge verlegen konnte und gucken konnte, wie so die Stromleitung und wo der Strom so lang läuft. Cooles Ding. Ich würde sagen, wir machen aber nochmal eben hier so ein bisschen Reparatur. Denn das ist eigentlich ganz geil und es geht auch recht schnell. Und wir kriegen halt ein bisschen Kohlen. Wir haben einen Trockner, einen Föhn. Also, gehen wir mal rein. Mal eben schauen, wo wir da rumtüddeln können. Zack, zack, zack. Wie nehmen wir den auseinander? Wie praktisch, ne? Dass man den auch auseinandernehmen kann. Welche Geräte kann man denn heutzutage noch auseinandernehmen, ey? Ist so häufig irgendwie alles nur noch so zusammengeklebt oder sowas, ne? Das ist natürlich schon mal richtig gut. Das heißt, wir haben die Chance, ihn auseinanderzunehmen. Dann reparieren wir ihn doch auch. Das kann ich nicht abmachen hier, oder was? Das ist schon ein Ding. Ah doch, jetzt. Jetzt ist es ab. So, dann haben wir hier noch Connection. Dann haben wir hier einen Ventilator. Hier ist auch noch der Motor drin. Nochmal eine Abdeckung, jawohl. Auch Kabel, Motor. Oh, ob ich mir das alles merken kann. Hier müssen wir tatsächlich dann schrauben. Hallo, ich habe das Lösezeug. Geht noch nicht, oder was? Muss ich da noch was anderes erst abmachen? Achso, hier. Ah, hier die große Schraube in der Mitte erst. Dann komme ich da auch besser dran. So, ja. Dann kommen wir da besser dran. Hier haben wir jetzt in der Mitte die Heizspule sozusagen. Darüber wird das Ding halt dann warm. Darüber wird dann die Luft warm. Und das müssen wir jetzt einmal hier... Pft, pft. Ja, dass das anfängt zu rosten, ist natürlich auch ein Ding. Aber kann natürlich alles sein, ne? So, dann machen wir das hier weg. Und die Connection ab. So, Heizspule auch raus, komplett. Und damit... Oh, das hier auch noch, oder was? Wofür? Okay. Komplett zerlegt. Aber komplett. Nicht nur die Elektronik, komplett. Rund erneuert sozusagen. Wir überprüfen und sehen hier schon... Oha. Oha, was auch immer das ist. Der Stecker, der Akakter. Was ist auch? Ich weiß nicht, was das ist. Haartrocken Batterie? Okay, es ist eine Batterie. Ja, die Batterie ersetzen. So, was haben wir hier noch? Überprüfen. Jo, tipptopp in Ordnung. Das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier noch was zum Überprüfen. Die Schalter. Da müssen wir mal eben gucken. Ob da auch noch Saft drauf ist. Oh, au, au, au. Ah, ja. Da müssen wir mal eben einen kleinen Schalter austauschen. Das ist ja schnell gemacht. Zap, zarap. Jawohl. Neuer Schalter drauf getüdelt. Festgelötet. So. Und dann lübt das auch wieder. Überprüft, überprüft. Läuft also wieder einwandfrei. Oder? Er sagt immer noch unbekannt. Muss ich nochmal überprüfen, oder was? Ich hab doch... Oh, warte mal, hier sind noch 2 so Dinger. Alter, die hätte ich ja jetzt fast übersehen hier. So ganz kleine Nöbels. Aber das waren die Stecker. Auch in Ordnung. Sehr gut. Nächstes Gerät überprüfen. Was ist das denn? Ah, die Spule. Ja, die scheint kaputt zu sein. Mehrfach kaputt. Heißt also, das Teil müssen wir leider ersetzen. Das haben wir dann auch schon erledigt und ich glaube, dann haben wir einen komplett erneuerten Föhn. So, ein Föhn von Dryad. Okay. Ja, läuft doch ein. So, alles, was wir anklicken können, schon mal angeklickt.
Und dann tüdeln wir die Sachen rein. Wir haben jetzt das hier. Das sollten wir als erstes festmachen. So, und auch direkt festschrauben. Denn dann ist das hier innen drin schon mal soweit erledigt. Jetzt stöpseln wir aber vorher nochmal eben so Sachen an. Nicht, dass ich hier nämlich gleich an manchen Sachen nicht mehr drankomme. Das und das ist erledigt. So, jetzt kommt der Bereich. Den schrauben wir dann auch fest. Dann kommt der Motor dran. Das wird da angestöpselt. Die Abdeckung da drauf. Der Ventilator. Und dann haben wir doch hier bestimmt auch nochmal gleich eine Abdeckung. Oder? Ne, hier kommt dann nochmal diese Kabellage rein. Und irgendwo fehlt mir hier gerade ein Kabel. Irgendwo, ah hier, das ist da, das ist da, genau, dann haben wir das. Dann haben wir doch schon alles, oder? Habe ich was vergessen? Ich glaube, ich habe was vergessen. Ach, guck mal, ich kann das so bewegen. Mit WASD, das ist gut. Das und das und das, das hier ist drauf. Jetzt muss hier oben die Abdeckung drauf. Und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Das und das... Habe ich hier drin was vergessen? Habe ich eine Schraube vergessen oder was? Ich wüsste gerade nicht was. Eigentlich fehlt doch nur noch die Abdeckung. Ah, hier. Die Schrauben mussten dran. Okay. Die Schrauben mussten dran. Aber ich habe bestimmt trotzdem noch was vergessen. Irgendwie scheint... Aber warte mal, da war irgend... Ich glaube, hier drin hat gerade was aufgeleuchtet. Wo ich dran konnte. Oha, ich habe bestimmt... Nein, ich will keinen Tipp. Ich habe bestimmt innen drin was vergessen anzuschließen. Wobei, da war doch nicht so viel, ey. Ich muss das nochmal abmachen. Das wird ja immer komplexer, Alter. So, warte mal. Düd und das, das machen wir nochmal eben ab. So, jetzt wollen wir nicht wieder demontieren, wir wollen montieren. Das ist das, was hier gerade aufgeleuchtet hat. Das hatten wir schon. Wir haben jetzt hier unten die Connection an der Heißspule. Wir haben die Connection am Motor. Das ist dran. Das wird beides über die Kabel hier gesteuert. Das wird alles über die Batterie... Ah, warte mal, hier ist Montage. Ach, das war es bestimmt. Das war nur nicht angestöpselt hier unten drauf. Das war es. Safe. Siehst du, Abdeckung drauf. Ah, so Kleinigkeiten, ne? So, dann tüdeln wir das hier dran. Und hier auch noch. Und dann Gerät testen. Und... Hui! Boah! Der brennt ja bald direkt durch, ey. Cool. Lübt das Ding dann wieder. Also, ab in die Post. Und Locke ist wieder komplett zufrieden. Zahlt erstmal schön 200 Ocken an uns. An seinen N1 H-Trocken und H... Froster, Former. Richtig gut, ey. Sehr schön. Nächster Job. Wir haben schon 500 Ocken zusammen. Ich würde sagen, Zeit für das nächste Training. Und wir gehen ins VR rein. Das heißt, wir gucken nochmal im Laptop, holen uns hier das nächste Zertifikat von unserem VR-Training. Repariere die Schalter, schließe die Schalter an die Hauptstromversorgung an. Oha, 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 oha. Und schalte die Lampe ein. Ja, das kriegen wir hin. Akzeptiert. Und wir gehen wieder in den Kampf. Rein ins VR-Training. Zack, und wir sind instant wieder drin. Sehr schön. Genau, man sieht es ja hier so ein bisschen, was man machen kann oder was, wie das hier abläuft mit dieser Kabellage. Das heißt, wir nehmen mal den Schrauber, wir nehmen die Kabelei und wissen überhaupt nicht, also ich weiß überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen. Aber das steht ja oben. Besorge dir ein Zertifikat. Ja, mache ich. Repariere die 4 Schalter. Haben wir. Schließ die Schalter an die Hauptstromversorgung an. Schalte die Lampen ein. Gutes Ding, machen wir. Wir tüddeln erstmal die Hauptstromversorgung hier aus. So, jetzt gab es diese Möglichkeit. Ich habe das Kabel in der Hand. Oh, wait a minute.
Wait a minute, muss ich da jetzt rein oder was? Nee. Wir nehmen mal hier die ersten. Die ersten. Name des Elements ändern. Gib einen Namen ein. Eins? Okay, das ist jetzt aber nicht. Das ist aber jetzt hier gerade nicht, nicht relevant. Kann ich hier unten die Dinger schließen? Ich kann die gerade noch nicht. Ich kann die zwar umbenennen, aber noch nicht. Main. Cool, dass das geht, ey. Jetzt frage ich mich natürlich gerade, wie tüdel ich das Kabel da dran? Okay, auch mit dem Kabel kann ich da nichts machen. Irgendwie müssen wir... müssen wir ein Kabel ziehen. Und ich habe wieder verpeilt, wie das ging, ey. Das passiert immer, wenn du dir einfach zu fein dafür bist, in so ein Tutorial reinzugucken, Alten. Katastrophe. Wir machen das mal wieder dicht. Wir haben immer noch auf Aus, das ist gut. Und ich gehe mal als erstes hier vielleicht in so eine Steckdose rein. Gucken wir uns das mal eben an, wie das denn hier gerade aussieht. Haben wir denn überhaupt Kabelei? Nö. Keinerlei Kabel. Keinerlei Kabel. Bedeutet also, wir müssen als erstes, das heißt, wir gehen da mal eben raus, wir müssen als erstes hier die ganzen Dinger. Guck mal, wir können das sogar schon hier halb vorbereiten. So, die ganzen Dingers hier. Wir müssen die Kabel ziehen, ey. Ei, 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 ei. Na, das kann ja was werden. Aber das kriegen wir doch irgendwie hin. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Ich glaube nicht, dass man das jetzt hier so machen muss. Aber das ist, ich kann halt gerade was machen. Immerhin, ne? Ich war nicht untätig, Meister. Ich habe schon mal die Steckdosen abgetüttelt. So. Wie ist das denn hier eigentlich? Hier kann ich und soll ich auch nichts machen. Okay. Also, irgendwie muss ich das Ding hier bekabeln. Interagieren. Irgendwie muss ich hier jetzt eine Kabellage... Warte mal. Ne, nicht Namen ändern. Anmachen auch nicht. Es war doch hier irgendwo... Man konnte doch an der Wand langziehen. Wie war das denn? Kein Kabel... Halte, um inter... Ne, das wollen wir alles nicht. Hm. Ja. Hilfe. Oh, wait a minute, Alter. Ich hab ja... Ich drück hier gerade wild rum. Ich hab ja Tab. Messbla, Taschenlampe. Verkabelungs... Alter. Siehste? Geht doch allen. Okay, das ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr cool. Das ist ja cool. Sollen wir den einzeln verkabeln oder machen wir eine... Ich würde sagen, wir machen eine Komplettverkabelung. Und legen jetzt hier auf die 1. Cool. Genau, wir machen auf die 1. Macht das eigentlich Sinn? Ich weiß es nicht. Irgendein Elektriker wird mir sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Wir legen auf die 1 die Lampen sozusagen. So. Und wir legen auf Stromkreis 2. Ich hoffe, ich habe noch genug Meter, Alter. So. Die ganzen Schalters. Macht man das so? Ihr so als Elektriker? Macht man das so? Ist das, kann man das so machen? Oder ist das dumm? Ist es maximal dumm? Vielleicht ist es maximal dumm.
Die sind doch jetzt gar nicht miteinander verbunden. Eingang, Ausgang. Das war irgendwie maximal dumm, glaube ich. Oh, das ist geil, Alter. Das ist geil. Jetzt sieht man hier. Jetzt sieht man hier mein Wunderwerk der Technik, Alter. Ich habe das hier auch quer über die. quer durch den Raum gespannt, Alter. Kannst auch Wäsche dran aufhängen und so Sachen. Sehr gut, Alten. Sehr, sehr, sehr gut. Wie kriege ich denn jetzt die Kabellage hier wieder ab? Alter Falter, ey. Du sollst dem Lümmel doch nicht sowas in die Hand geben. Du weißt doch, dass es nichts wird, ey. Taschenlampe brauche ich nicht wirklich, oder? Kabel verlege. Kann ich das auch wieder abkabeln? Oh, wait. Ah, ja. Ja. Ich will abkabeln. So. Anklicken, rechte Maustaste. So, weiter geht's. Warte mal. Ah, ja. So. Moment, ich mach. Wird schon wieder. Keine Sorge. So, ich habe alles wieder abgekabelt. Wir kabeln mal als erstes Lichtschalter, Lampe ran. Lichtschalter ran. Ja, so macht das, glaube ich, mehr Sinn. So. Hast wohl gedacht, ich kann das nicht, ne? Kann ich auch nicht. So. Dann connecten wir. Wir nehmen einfach Ette hier. Rechts unten, rechts außen. Zack. Ja, machen wir mal einen auf den hier. Und dann connecten wir schön das gesamte Gedöns hier automatisch so geilert. So. Dran, Alter. So. Achtung. Alter, man sieht, wie es fließt. Das ist cool. Dieser Effekt, den finde ich halt mega gut, ne? Der Effekt ist halt mega gut. So, jetzt bleiben wir aber nochmal in dem Modus. Es ist aus. Es ist aus. Ich gehe doch mal eben hier in den Tüdelmodus, denn jetzt haben wir ja hier die Kabellage. Das heißt, wir connecten. Warum? Warum? Verdorre ich nochmal, ich habe doch den Hauptschalter ausgemacht. Willst du mich tro... Ah, nee. Ah, nee. Rot ist ja nicht aus, sondern rot ist ja Gefahr. Ich werde niemals Elektriker, Alter. Also, das überlebe ich keine 5 Stunden, ne? So. Okay. Alter, Katastrophe. Katastrophe. Wer kommt auf so eine Idee, dass Rot auf einmal gut ist? Einfach zu dumm sowas, ey. So, alles festtüdeln. Ich krieg doch Herz bei sowas, ne? Erstes Ding dran montiert. So, next. Zum Glück waren wir hier schon halb dran fertig. Nächstes Teil. Wir machen die Schrauben eben ab. Zap, zap. Zap. Und hier oben dran. Jawohl. Angeschraubt und festgetüttelt. Perfekt. Ja. Sehr, sehr cool. Also ohne Scheiß, in dem Game macht das mit dem Schrauben tatsächlich Bock. Dann auch hier wieder mal eben abschrauben. Zip, zip, weil es einfach so schnell geht. Zip und zip. Angeschraubt. Fertig. Zap und zap. Perfekt. So, und dann haben wir noch einen. Und dann sollten wir doch, wenn mich nicht alles unter Strom gesetzt hat, dann sollten wir doch hier
fertig sein. Zack. Zack. Wieder festschrauben, dass die Kabel auch nicht wieder rausrutschen. Perfekt. Steckdose passt auch. Lübt. Und wir schalten ein das Ganze. Cool. Und das ist einfach geil. Das ist ein cooler Effekt mit dem Strom. Es ist ein sehr, sehr cooler Effekt. Mag ich sehr. Zertifizierter Stromgeber, würde ich sagen. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr gut. Läuft. Also, wir interagieren mit der Tür. Zack. Und sind hier certified. Alter, genau so sieht's aus. Kabellage from hell, Alten. Maximale Expese. 100% erledigt. Nichts schiefgegangen. Alles gut. Und in Windeseile in nur 12 Minuten gerade mal eben absolviert. Mir geht ein regelrechtes Licht aus. Ein durchgebranntes. Tip top. Ja, ich würde sagen, Zeit dafür, dass wir nochmal eine Runde reparieren. Und das sieht ein bisschen eigenartig aus. Hallo, hallo, sagt er. Ich kann nichts hören. Ja, du schreibst ja auch eine Mail, Alten. Schreib doch einfach ein bisschen lauter. Dann geht's wieder. Der rechte Kopfhörer funktioniert nicht, glaube ich. Jo, akzeptieren wir alles. Schick mal ran das Zeug. Ah, ja. Das Problem mit dem Headset. Wer kennt es nicht? Headset. Ach, gucke mal da, was da nicht alles ist. Jo, das tüdeln wir doch mal schön gekonnt auseinander. Das heißt, wir nehmen hier schön die schaumschoftigen Schuffis, die Ohrschmeichler. Die nehmen wir mal eben ab. Zap, zarap. Alter, wir sehen schon, der Hirnschweiß hat hier die ganzen Schrauben verrostet. So. Also, ab damit. Dann lübt das auch wieder. Oh, so, kurz wegschrauben. Ja, siehste. Hätte man eine gute Qualität an Kopfhörern, wie hier meine In-Ears zum Beispiel von Shure. Zählt das ja schon als Werbung, verdammt. Dann wäre sowas nicht passiert. So, wir müssen nochmal weiter hier. Achso, nee, wir können das nochmal abmachen. Und dann kann ich hier das noch wegmachen und das. Wir machen einfach immer parallel. So. Und dann machen wir hier den Akku ab. Kann ich das? Muss ich das? Ist das irgendwo vertüdelt? Ja, es ist nur hier angebracht. Aber ich kriege das hier nirgendwo ab. Oha, da müssen wir mal gleich gucken. Muss ich das ablöten? Tatsächlich. Das ist natürlich nicht so userfreundlich. Also bei meinen Kopfhörern kann man mal eben einzelne Komponenten einfach austauschen. Ohne Lötkolben. Oha, mein Lötkolben ist durch. Kaufen Sie einen neuen. Ja, 100% funktionstüchtiger Lötkolben. Lübt der Lachs wieder, Alter. So. Schrauben müssen wir. Dude und Dad, jawohl, Platine auch ab. Komplett auseinander. Wir nehmen es komplett auseinander. Das muss alles, also wie so ein Überraschungsei, wie ist das gleich. So, und dann gucken wir schön wieder von vorne. Was haben wir denn hier? Wir überprüfen die Lautsprecher. Ja, der sieht auch komplett in Ordnung aus, ne? Sehr schön. Was haben wir hier? Den nächsten Lautsprecher. Der ist doch schon nicht mehr so ganz. Oha. Nee, ne? Was hat er denn damit gemacht? Hat er bestimmt selber versucht zu reparieren. Nee, da ist auch nicht mehr zu retten. Den müssen wir ersetzen. Das ist nicht billig. Das sage ich dir so. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Wir überprüfen mal Ette hier. Lässt sich das überprüfen? Nö, das ist so kleinteilig. Das sieht alles in Ordnung auch aus. Müssen wir gar nicht dran.
Was haben wir hier noch? Überprüfen. Ja. N1. Mikrofon löbt. Wir überprüfen Ette hier. Sieht auch gut aus. Keine Verbrennungsspuren und ähnliches. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, und damit haben wir doch alles, oder? Nochmal eben kurz durchgehen, die Checkliste abarbeiten. Wir haben alles. Alles in Ordnung. Wunderbar. Dann gehen wir wieder in die Montage. Also, wir fangen an hier mit dem Gerüst. Dann kommen hier die Basics drauf. Dann kommt hier die Platine drauf. Die wird festgeschraubt. Perfekt. Da müssen wir gleich löten. Erstmal machen wir hier die Kabellage dran. Und hier die zweite Platine. Die jetzt wiederum löten wir. Und auch hier müssen wir gleich nochmal dran löten. So, dann haben wir hier schon mal die Kabellage. Und dann müssen wir hier löten. Und hier kommen die von außen. So, also steht unter Strom, Abdeckung drauf. Und dann kommen hier die Boxen drauf. Jawohl. Muss ich die nochmal antüddeln oder sind sie jetzt schon? Guck mal hier, Mikro ist sogar auch schon alles dran. Ist sogar schon, ne? Hier fehlt augenscheinlich was. Fehlt hier was? Muss ich nochmal demontieren? Fehlen hier Schrauben? Hier in den Ecken? Nö. Demontieren, montieren müssen wir. Nee, das ist soweit richtig. Das habe ich auch alles dran. Es ist auch alles angelötet. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann montieren wir hier einmal alles dran. Und das ist komplett fertig. Und was habe ich hier wieder vergessen? Ich habe doch hier wieder was vergessen. Ich habe doch hier wieder irgendwas nicht gemacht. Was kann das denn jetzt wieder sein, ey? Alter, aber jedes Mal und jedes Mal, ne? Kannst du nicht ausdenken, ey? Da nimmt man das so... So, oh wait, wait, wait. Voller Spaß nimmt man das alles hier auseinander. Ha, da fehlte noch was. Ach, das war das Mikro, das bommelte da oben so rum. Sehr gut. So. Perfekt. Gerät testen. Check, check, check. Geil. Läuft. Ich hab's auseinandergebaut. Ich baue es wieder zusammen. Ab mit der Post. Kein Wunder, dass er nichts mehr hört, Alten. So, Artikel zurückschicken, Kratsching, alles richtig gemacht, sehr schön. Läuft, nicht schlecht. Wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg hier und kriegen hier jede Menge neue Aufträge abgefahren. Und ich glaube, beim nächsten Mal geht es hier auch richtig los, genau, mit Verkabelung und sowas alles. Heißt also, beim nächsten Mal gehen wir noch härter rein in die Elektronik, Alten. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video. Bis dahin.